Servus zusammen. Heute haben wir mal ein besonderes Leckerwissen. Wir haben ein SIP-Motorgehäuse, das wir aufbauen werden mit einer speziellen Spezifikation. Kommen wir nachher dazu. SIP-Motorgehäuse ist ein 50er-Gehäuse von SIP speziell nachgefertigt. Ist ein PK-Gehäuse von der Spezifikation her. Edelst gefertigt, also macht wirklich einen hochwertigen Eindruck. Es wird geliefert schon mit Silent-Gummis hinten. Silent-Gummis vorne, die sind schon vorinstalliert. Dann ist dabei lange und kurze Stehbolzen für entweder halt, wenn man größer macht, auf 125 oder halt unter 125 wieder kurze Stehbolzen. Das Motorgehäuse hat auch mehr Fleisch, also wenn man anfängt zu tunen bzw. auch fräsen will, was wir jetzt in dem Fall nicht machen werden, hat man hier die Möglichkeit, mehr Material zur Verfügung zu haben, um dann auch besser fräsen zu können und durchzukommen wie bei den Standardmotoren. Hier sieht man PK-Spezifikation mit Dreiloch. Also sprich einbauen nach V50 bräuchte man dann halt eine passende Conversion-Ansaugstütze. Der Motor ist ein Zweizugmotor, also kein Einzugmotor und hat hinter eigene Buchse für den Schaltarm. Ich zeige es gerade mal. Hier, diese, die man sogar wechseln könnte. Der normale Motor läuft da einfach im Alu und die sind halt oft ausgewaschen. Genau. Jetzt kommen wir zum Setup, für das wir uns entschieden haben. Wir haben überlegt, wir machen ein Setup. Was kann man maximal mit Plug and Play aus dem 50-Kubik-Motor rausholen? Haben da schon Tests vorher gefahren mit guten Erfahrungen und den Motor werden wir auch so aufbauen. Motor ist jetzt offen. Was schon verbaut ist beim SIP-Motor, sind die Kickstarter-Anschlaggummis. In der V50-Spezifikation sogar, aber ist egal, Hauptsache sie sind drin. Was man noch montieren müsste, sind die zwei Stehbolzen, die von vornherein beim Motor normal drin sind. Ich zeige euch, wie das jetzt geht. Erstmal von Hand eindrehe. Soweit es geht. Dann nimmt man zwei Muttern, die man dann gegenkontert, um es dann nur ganz einzudrehen. So, 11er Schlüssel, 7er Mutter. So mal die gegeneinander verspannen. Und dann kann man mit der oberen, kann man jetzt quasi den Stehbolzen richtig eindrehen. Vielleicht nochmal nachspannen, wenn es mitdreht. Mal gucken. Sieht gut aus. Jetzt können wir die Muttern wieder gegeneinander öffnen. So, jetzt haben wir den Stehbolzen drin. Das machen wir mit dem zweiten jetzt auch. Als nächstes setzen wir den O-Ring für den Kickstarter ein. Der ist noch nicht vormontiert. Ist normalerweise der größte O-Ring im Satz. Dazu fährt man erstmal den Sitz. Reinkommt. Genau, dann fällt man den O-Ring selber auch ein bisschen. Und dann versucht man dann da rein. Jetzt müssen wir die Lagersätze bei dem Motor. Da fangen wir mit dem Antriebswellenlager an. Wir nehmen da ein halb gekapseltes. Innen ist es offen, dass es vom Getriebeöl geschmiert wird. Außer haben wir noch so einen Ring drauf, damit es ein bisschen dichter ist. Offenes wird auch gehen, aber so ist es optimaler. Ich tue zur Sicherheitslage mal ein bisschen einfettet, dass es vielleicht leichter reinrutscht. Ob das bringt, ist die Frage, aber schade tut es nichts. Versuche, dass man auf jeden Fall gerade bleibt. Im Idealfall hat man auch Spezialwerkzeug zum Einschlagen. Probieren wir das mal aus, wie gut es geht. Noch. Jetzt hört man am Ton, dass es drin ist. Es klingt heller und lauter. Da
durch ist, ist wieder auf Anschlag. So, Lager reinmachen, Motor. Am geschmeidigsten geht es natürlich, wenn man den Lagersitz erwärmt. Zum Beispiel mit einem Heißluftföhn. Man kann auch einen Brenner nehmen, aber wir nehmen jetzt in dem Fall mal einen Heißluftföhn. Also, Lagersitz ist heiß gemacht mit dem Heißluftföhn. Hier tun wir das Lager ein bisschen fette. Dann nehmen wir unser Spezialwerkzeug. Es geht alternativ auch mit der Nuss, ist aber nicht so optimal. Sägering. Das heißt, wir sind hinterm Lagersitz dran. So, und weiter geht's. Alle Lager sind drin. Hier, hier, hier. Auf der anderen Seite haben wir auch die Lager schon gesetzt. Gezeigt mit Wärme, wie man es machen kann. Ein paar Sachen habe ich auch schon vorbereitet. Die drei Stehbolzen für die Bremsankerplatte, die sind beim Motor dabei. Die habe ich reingedreht, wie wir vorher gezeigt haben, mit den zwei Muttern. Dann habe ich schon vorbereitet hier die Ölschrauben, habe ich schon mal gesetzt, die hintere locker, weil die über die füllen wir nachher vielleicht auf. Die habe ich schon festgezogen. Die zwei Verstellschrauben für die Schaltzüge habe ich auch schon eingebaut. Genau. Und jetzt müssen wir noch bei zwei Lagern einen Sägering einsetzen, um die Lager zu sichern. Jetzt einmal dieses Lager. Das haben wir schon gesichert, jetzt sichern wir noch das Lager hier. So. Und da ist der Sägering drin, wie gesagt hier und hier. Als nächstes setzen wir den Zimmerring für die Kurbelwelle. Hier drauf ist zu achten, dass man richtig rumsetzt. Die Feder, die so Rückseite könnte man sagen, zeigt immer zu dem Kompartiment, gegen das man abdichten will, also gegen das Öl oder gegen jetzt das Gemisch. Also er kommt so rum rein, so rum wäre falsch, so rum. Wir fetten die Außenseite, dass er besser rein. Nur ganz wichtig, die Innenseite, die Lippe schon mal anfette, dass der nicht trocken auf der Kurbelwelle anläuft. Da ist hier schon mal ein bisschen Fett dran. Gucken wir mal, er muss ganz gerade sitzen. Als nächstes bauen wir das Schaltwerk ein. Das ist jetzt ein neues Schaltwerk. Hier ist noch kein O-Ring drin. Ist oft im Zimmerringsatz drin, liegt auch hier. Aber dass er besser reingeht, fetten wir das auf jeden Fall mal ein. So, Zimmerring kann man dann gleich mit einfetten. Wie fetten ich da nochmal? Schieben wir jetzt hier drüber. Ein bisschen eng, aber es geht. Drin. So. Das Teil kommt jetzt hier rein, aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Da gibt es so eine Federscheibe. Die kommt hier in dieses Teil rein. Und die machen wir mal so rum rein. Genau, jetzt fädeln wir das Ganze ein. Das sieht schon von der Richtung her, wie es reingehört. Hier kommt dann dieser andere Zapfen. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen gegen den O-Ring drücken, ein bisschen bewegen. Immer drin. Jetzt kommt oben die Schraube.
Dazu brauchen wir eine Unterlagscheibe, die dabei war. Die ist speziell, die hat einen speziellen Durchmesser. Die Schraube, die oben das hält. Die Schraube hält quasi nur die Führung für den Schaltarm, aber drückt den nicht runter, sonst wird er blockieren. Kürze in der Schlüsselweite. Anziehen, leicht, muss man nicht mit Gewalt machen. So, bewegt sich, ist drin, ist fixiert. Als nächstes bauen wir die Primärübersetzung ein. Das ist quasi die Primärübersetzung. Hier haben wir jetzt, da wir 50 Kubik haben, zwar ein bisschen flottere 50 Kubik oder sagen wir mal sehr flotte 50 Kubik. Eine Standardübersetzung trotzdem drin für eine 50er, das ist eigentlich trotzdem passend. Sehen wir mal, hier müssen wir nämlich wieder den Sägerring reinkriegen, das ist ein Nut. Das machen wir hier zu den Ring rein. Jetzt ist der Ring, der andersrum funktioniert, da brauchen wir die Zange, die es aufmacht. Als nächstes bauen wir das Getriebe auf. Dazu haben wir hier schon eine Antriebswelle, da ist noch die Schaltklaue drin, die vorher drin war. Wir haben aber ein neues Getriebe mit einer neuen Schaltklaue, mit einem neuen Tannenbaum, das wir verbauen werden, Viergang. Und dazu werden wir jetzt erstmal die Schaltklaue wechseln, weil wissen wir nicht, ob 3 oder 4 Gang, und hier haben wir eh eine neue. Und dazu gibt es einen Trick. Der Trick erfordert allerdings eine alte Schaltklaue. Dadurch, weil hier hat zwei Kugeln drin mit einer Feder, und wenn man das rausmacht, würden die sonst fliegen gehen. Und wenn man so eine alte Schaltklaue hat, geht es allerdings relativ einfach. Schiebt man das nämlich einfach von der einen Seite durch. Alte Schaltklaue, neue Schaltklaue, nimmt die, schiebt es wieder zurück. Bam, neue Schaltklaue drin, ohne mit den Federn und mit der Feder in den Kugeln was machen zu müssen. Also, Schaltklaue haben wir gewechselt. Wir haben inzwischen auch wieder den Sägerring, davor auch die Distanzscheibe eingebaut, die vorher drin war. Jetzt legen wir die Gangräder auf. Kommt wieder die Distanzscheibe. Wie man Getriebe ausdistanziert, kann man in einem anderen Bericht sehen. Ja, super besetzt, passt. Alles klar. Gucken, dass die Abstände stimmen. Dreht sich alles. Spiel passt auch. Könnte man noch mit der Schieblehre ausmessen, mit ausdistanzieren. Haben wir aber schon gemacht. Passt bei dem. Okay. Einbau, Antriebswelle bzw. Getriebe. Hier haben wir schon den Schaltarm eingebaut. Hilfreich ist, wenn die Schaltklaue relativ weit raussteht, also auf dem ersten Gang. Man muss die Klötzchen in die Nut einfädeln. Wenn man hinten schaut, noch eins vorab, da gibt es beim Primär einen großen Ausschnitt, wo die Kupplung reinkommt. Und das hilft, wenn das unten ist, weil man da besser mit der Antriebswelle durchkommt. Auf das achten. Fädeln wir die das Lager ein.
wir den hier in den Schaltarm ein. Gut, kontrollieren, ob das auch gut sitzt. Gut, jetzt nehmen wir ein spezielles Werkzeug, Einzugswerkzeug für die Antriebswelle vom ZIP. Es gibt eine Chipsy-Möglichkeit, indem man hier drauf schlägt, vielleicht mit dem Holz dazwischen, dass man das nicht kaputt macht, mit einem schweren Hammer. Manchmal geht es dann mit dem Gummihammer, einem Kunststoffhammer und treibt es ein. Ich zeige später, wie weit. Wir probieren es hier jetzt mit einem speziellen Einzugswerkzeug. Schrauben wir mal dagegen. Hier ist, wenn die Verzahnung ganz rauskommt, ist man schon auf einem guten Weg. Oft bis wenn es einen Millimeter noch raussteht, dann ist man eigentlich ganz gut. Jetzt schauen wir mal, wie es hier ausschaut. Gut, okay. Gut, bevor man die Antriebswelle ganz einzieht mit den Gangrädern, muss man darauf achten, dass man das Kickstarter-Ritzel und die dazugehörige Scheibe und Feder einbaut, weil sonst kommt man später hier nicht mehr durch. Das machen wir jetzt an der Stelle. Das ist ganz eingezogen jetzt die Antriebswelle. Dazu kommt die Scheibe als erstes rein, schützt quasi das Lager. Dann kommt die Feder und dann das Kickstarter-Ritzel. Genau. Jetzt muss man das Ganze ein bisschen festhalten und gleichzeitig, also ein zweiter Mann hilft dabei. Als nächstes bauen wir die Kickstarter-Welle ein. Dann hat er noch die Feder. Dazu fetten wir jetzt erstmal das Stück der Kickstarter-Welle, die hier durchgeht, wo der O-Ring ist. Einfach um den O-Ring auch ein bisschen zu schonen. Jetzt kommt die Kickstarter-Feder. Da hilft es, wenn man keine fettigen Hände hat. Drehen wir das Ganze runter. Ist der Weg nicht so weit? Normal kann man sie von Hand reinsetzen, wie gesagt, wenn man keine fertigen Finger hat. So rum. Hier sind. Als nächstes bauen wir die Kurbelwelle ein oder ziehen die Kurbelwelle in die flache Gehäusehälfte ein, die andere, wo wir jetzt noch nicht gesehen haben, wo ich aber schon die Lager eingebaut habe. Ablauf gleich wie bei der anderen Gehäusehälfte mit den Lagern. Ja, mehrere Möglichkeiten, die Kurbelwelle einzuziehen. Wir nehmen wieder das spezielle Zip-Werkzeug, weil es recht schonend ist. Man kann aber natürlich auch das Lager erhitzen, nicht zu heiß machen, also es darf nicht sich komisch verfärben. Und die Kurbelwelle kann man in den Kühlschrank legen oder sogar in Gefriertruhe, kann es mit Hitze und Kälte machen. Da fällt die manchmal ganz sogar direkt rein, mit ganz leicht noch nacharbeiten. Aber wir ziehen sie jetzt ein mit dem Werkzeug. Dazu kommt sie ins Lager. So, nehmen wir das Ganze um. So. Dann schrauben wir das Werkzeug auf. Jetzt erstmal so an, nachher muss ich nach dem Pleuel gucken, dass das nicht irgendwie sich verklemmt. Das kann ich erstmal noch so. Ja, schaut gut aus, ist ungefähr ein Millimeter.
Als nächstes bauen wir den Tannenbaum ein. Ganz einfach. Lager ist schon drin. Kommt hier drauf. Steckt mal rein. Kunststoff haben wir erreicht. Und fertig. Jetzt fangen wir an, die Dichtung aufzulegen. Dazu tun wir die Gehäusehälfte sicherheitshalber entfetten. Das ist wichtiger, wenn man mit Dichtmasse arbeitet. Hier habe ich eigentlich schon den Rest alles entfettet. Mit Silikonentferner zum Beispiel. Und normalerweise verbauen wir einen alten Motor mit Dichtmasse, Papierdichtung, Dichtmasse. In dem Fall ist es ja ein neues Gehäuse. Dafür nehmen wir dann auch die Premium-Dichtung vom SIP und verbauen es ohne Dichtmasse. Hier hat man die zwei Stehbolzen. Beide Gehäusehälfte sind jetzt fertig zu montieren. Wir haben den Kickstarter dran gebaut und wir haben hier durch die Antriebswelle einen kleinen Schraubenzieher gesteckt. Hintergrund ist, wenn wir es zusammen machen, die Gehäusehälfte, dass man hier ein bisschen bewegen kann. Dann merkt man besser, ob alles gut zusammenrutscht und gut reinfunktioniert und dass man irgendwie was verkantet. Die neue Kurbelwelle wird noch ein bisschen sich wehren, ins Lager zu gehen. Das ist normal. Der Tannenbaum nicht aufsteht. Ich werde der Welle einmal bewegen. Läuft hier raus. Okay. Okay, jetzt nehmen wir so ein Fass zusammen. Setze ich schon mal die zwei Muttern drauf. Erstmal ohne Unterlagscheibe. Aber nur, dass wir da ein bisschen Zug reinkriegen. Und mit dem auch ein bisschen das Ganze verspannen können oder ziehen können. Aber vorsichtig. Stehbolz. Okay, jetzt wollen wir mal vorsichtig hier schon ziehen. Hier wird denkt, dann kann man sich das anders überlegen. Aber es sind auch noch zwei draußen. Dass es mit der Dichtung auch passt. Das Knacken ist gut. Dann guckt die Kurbelwelle rein. Das ist okay. Das ist kein schlechtes Geräusch. Ja, gutes Geräusch. Okay. Ja, passt. Das Geräusch soll es haben. Gut. Erstmal locker. Danach machen wir dann die anderen einzelnen Bolzen. Aber so sind sie erstmal zusammen, die Gehäusehälfte. Die Gehäusehälfte sind jetzt zusammen. Wir haben jetzt die ganze Schraube gesetzt. Also einfach schauen, wo welche Schrauben passen. Dann muss man die festziehen, am besten mit Drehmomentschlüssel, dass alles gleichmäßig ist. Und zwar 13 bis 15 Newtonmeter haben übrig gelassen zum Festziehen. So, knack.
ist auch, wenn man die Schrauben alle nochmal durchkontrolliert. Aber eigentlich sollten wir jetzt bei dem Motor alle haben. In der Zwischenzeit haben wir auch hier schon Stehbolzen montiert. Und die sind beim Motor nicht dabei, also die müsst ihr euch extra besorgen. Als nächstes bauen wir den Zimmerring für die Kurbelwelle ein auf der Lichtmaschinenseite. Dazu haben wir den leicht eingefettet, wie vorher schon gesehen. Also außen, dass er besser rutscht, innen, damit er nicht trocken auf der Welle anläuft. Dann haben wir den mit dem Kunststoffhammer erstmal mit der Hand reingedrückt und mit dem Kunststoffhammer entsprechend so weit rein oder mit so was es halt am besten geht. Wichtig ist, dass er gerade sitzt, damit die Dichtlippe auf der Welle gut sitzt und dass er nicht zu weit drin ist. Den kann man zu weit reinhauen. Also am Idealfall sitzt er bündig mit dem Rand. Weiter geht's. Was wir noch gemacht haben, wir haben jetzt noch ein paar Stehbolzen gesetzt. Die Stehbolzen sind jetzt nicht direkt beim Gehäuse dabei. Das sind einmal die Stehbolzen für den Zylinderfuß und dann die Stehbolzen für den Ansaugstutzen. Was wir jetzt noch machen müssen, die überstehende Dichtung abschneiden. Hier haben wir sie schon abgeschnitten. Geht ganz einfach mit dem Cuttermesser. Einfach flach auflegen. Kommt der Zylinder dran. Hier haben wir auch schon was vorbereitet, auch wieder Stehbolzen reingedreht, die sind beim Zylinder dabei. Das ist ja der 50er Polini, den wir verbauen mit 5 Überströmern. Was wir vorher auch gemacht haben, innen drin die Fenster, die Überströmer und der Auslass, haben wir die Kanten gebrochen. Das machen wir einfach mit einer normalen Feile, gar nicht überziehen, aber im Prinzip einfach so ein bisschen brechen. Dadurch ist die scharfe Kante weg und ja, die Einfahrzeit ist dann vielleicht ein bisschen geringer oder es ist einfach ein bisschen besser. Dann den Kolben haben wir auch schon vorbereitet. Kolbenringe waren bei dem schon vormontiert. Wenn die nicht vormontiert sind, muss man aufpassen. Die sind ein recht sprödes Material. Wenn man die drauf schiebt, nur so weit dehnen, wie es unbedingt sein muss und vorsichtig drüber. Das hätte ich gerne. Zusätzlich haben wir noch vorbereitet. Wir haben hier schon den Kolbenbolzen-Clip quasi rein auf der einen Seite. Schon mal den Kolbenbolzen eingeschoben, nur bis hier, dass wir den nachher quasi beim Aufsetzen einfach durchschieben können. Und dann kommt hier noch ein Kolbenbolzen-Clip rein. Als nächstes verbauen wir den Kolben. Dazu machen wir erstmal einen Kabelbinder vom Pleuelager weg. Vorher haben wir hier zugestopft, dass hier nichts reinfällt, also kein Kabelbinder oder auch nachher der Kolbenbolzenclip. Jetzt nehmen wir den vorbereiteten Kolben. Der Kolben hat einen Pfeil. Der Pfeil zeigt Richtung Auslass, also wo der Auspuff drauf kommt, also nach hinten in dem Fall. Wir tun das Lager sicherheitshalber noch ein bisschen Öle. Jetzt gucke, Pfeil stimmt. Rein. Kommt sogar von Hand meistens rein drüber. Ein bisschen nachhelfen mit irgendwas. Drin, bis die Nut da ist, wo der Kolbenbolzenclip reinkommt. Ein Kolbenbolzenclip. Das ist jetzt eine Doppel-G-Variante aus Draht. Wir nehmen lieber die Drahtringe. Es gibt auch Sägerringe aus so einem Federstahl. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die öfters brechen und böse Kolbenklemmer und Kolbenschäden verursachen. Mit denen haben wir eigentlich bessere Erfahrungen gemacht. Man verbaut die am besten mit der Öffnung nach oben oder nach unten, also gleichmäßig beide Seiten, dass wir durch die Fliehkräfte unter Umständen der Ring zusammengedrückt oder so. Also so ist man auf der sicheren Seite. Genau, jetzt ist er drin. Jetzt testen wir nochmal, ob er auch richtig sitzt. Okay, wir haben den anderen auch nach unten gesetzt mit der Öffnung. Das machen wir jetzt auch. Pfeilnummer kontrolliert, zeigt nach hinten, passt. Als nächstes verbauen wir den Zylinder. Dazu haben wir den innen drin ein bisschen geölt, damit nachher am Anfang alles besser rutscht. Beim Kolben müssen wir jetzt darauf achten. Die Kolbenringe haben ja eine Öffnung. Hier gibt es einen kleinen Stift quasi. Und da muss man gucken, dass man drauf ist eben, also dass es da nachher dazwischen geht. Der Zylinder hat unten so eine Schrägung, über das rutschen die Kolbenringe rein. Schauen, dass man das erwischt.
Kolben gleich wichtig nehmen, nicht verdrehen nachher, weil dann sonst können die Kolbenringe knicken oder abbrechen. Halt, Auslass nach hinten. So, jetzt haben wir den Zylinder drauf geschoben. Nehmen wir Sprengring und eine M7er Mutter. Setzen das an und das machen wir auf allen Seiten und ziehen dann den Zylinderfuß fest. Also, wir haben jetzt den Zylinderfuß festgezogen, theoretisch mit ca. 15 Newtonmeter. Kann man natürlich schlechten, hat so einen Schlüssel, hat man nicht, aber halt schon einigermaßen fest. Dann verbauen wir den Zylinderkopf. Der hat keine Dichtung, das geht Metall auf Metall. Man muss eben schauen, dass das Kerzenloch da ist, wo es sein soll. Meistens geht es mit der Lochung eh nicht anders. Dann kommen die M7er Schrauben da rein. Genau, das machen wir jetzt eine nach der anderen. Und dann geht's weiter. Also die Zylinderkopfschraube sind angelegt. Jetzt ziehen wir sie mit Drehmoment an. Also so, wir haben ja 16 Newtonmeter eingestellt. Über Kreuz anziehe. Die zwei habe ich schon. Jetzt machen wir noch die. Das ist wieder knack, Klebe. Knack. Okay, und jetzt über Kreuz die letzte. Nächstes können wir zum Beispiel einen Ansaugstutzen montieren, könnten wir auch später machen, machen wir jetzt, weil er gerade geschickt steht. Wir haben vorher Dichtung aufgelegt, die Stehbolzen haben wir schon eingedreht, M6er Muttern. Wir nehmen einen Umrüst-Ansaugstutzen auch vom SIP, der quasi den PK-Motor für einen Einbau in eine V50 möglich macht, weil wir den Motor für eine V50 jetzt mal auslegen. Jetzt ziehen wir die erstmal grob an. Nachher noch ein Drehmoment. Drehmoment haben wir hier 10 Newtonmeter. Genau. Zündung. Wir haben uns für eine Malossi Westpau entschieden, weil wir mit der schon jetzt vom Fahren her gute Erfahrungen gemacht haben und weil sie auch vom Einbau her sehr angenehm ist, weil relativ viel bzw. alles dabei ist. Gehen wir die Komponenten kurz durch. Wir haben die CDI oder Zündspule, wir haben einen Spannungsregler, das ist das Polrad, es ist sogar ein Zündkerzenstecker dabei, dann haben wir sogar auch eine Halterung für die CDI und den Spannungsregler, die kommen halt zusammen drauf, auch eine gute Beschreibung dabei. Dann haben wir die Grundplatte für die Zündung, hier auch, also das, was nachher die Zündgrundplatte gibt. Dann Kabelsatz, dann der Lüfteradaufsatz, leicht eben, 900 Gramm glaube ich. Und sogar ein Fußbremsschalter ist dabei und die entsprechende Schraube. Also man hat alles, was man braucht. Jetzt an die Zündungsmontage. Wir haben die Grundplatte mit den Spulen verschraubt, das Kabel durch eine der Öffnungen geführt. Jetzt können wir die hier, Halbmondkeil haben wir auch schon reingebaut. Kann man die hier raufstecken. So, die passt sehr schön in das Gehäuse. Wir machen einfach mal eine grobe Grundeinstellung. Dazu nehmen wir bei dem Ausschnitt einfach die Mitte. Der Polini kriegt später 17 Grad bei OT. Die Feineinstellung können wir später machen. Und jetzt in Folge baut man die Zündgrundplatte fest. Und dann messen wir es wieder. Also. Zündgrundplatte haben wir montiert und festgeschraubt. Jetzt haben wir das Polrad vorher schon den Lüfterkranz montiert. Den Halbmondkeil haben wir auch drin, Kurbelwelle nach oben gestellt, dann sieht man es besser. Und jetzt müssen wir versuchen, das zu treffen und drauf zu kriegen.
müssen wir es eigentlich haben. Mutter, ziehen wir erstmal nur leicht an, gibt einen speziellen Polradhalter dafür oder zur Not mit einem Schlagschrauber kann man es auch festmachen. Da haben wir noch den vorbereiteten Halter mit dem Spannungsregler und der CDI ans Motorgehäuse angeschraubt und entsprechend der Malossi-Anleitung angeschlossen. Als nächstes kommen wir zur Kupplung. Hier bauen wir eine Farodo Race Kupplung ein mit 4 Scheiben. Ich baue gerne zuerst die Kupplung ein und lasse das kleine Primärzahnrad noch weg, weil ich dann hier schön den Kupplungskorb verdrehen kann und es stehen bleibt und so kann ich mir die Kupplung gut ausrichten vom Reinstecker. Schauen wir mal, ob das auch klappt. Wir brauchen den Keil, den kleinen. Gucken, dass er nicht reinfällt. Probieren wir es aus. Wir haben den großen Ausschnitt unter, mit der Hoffnung, dass es dann am besten reingeht. Hammer. Schlagen wir das noch ein bisschen nach. Drehen wir ein bisschen. Gut. Den Rest, den ziehen wir dann hier mit der Schraube fest. Als nächstes setzen wir das kleine Primärrad. Dazu haben wir hier oben schon den Keil reingesetzt, am besten so, dass er oben steht. Hier haben wir auf diesen größeren Ausschnitt bei dem Kupplungskorb, ist eigentlich nicht der Kupplungskorb, aber bei diesem Teil gesetzt, weil hier kommen wir dann durch mit dem kleinen Primär. Genau, drin. Dann kommen die Sicherungsplättchen. Fangen wir oben beim kleinen Primär an. Plättchen, Base, rein. Und die große von den flachen Muttern, 19er Schlüsselweite. Nehmen wir es mal leicht an, müssen wir nachher noch fest anziehen. Entweder Polradhalter auf der anderen Seite, dann kann man es ja von Hand anziehen oder mit dem Schlagschrauber. Machen wir es mal leicht. Okay, mehr machen wir später. Jetzt machen wir hier bei der Kupplung auch das Sicherungsplättchen mit der kleinen flachen Mutter. 17er Schlüsselweite. Erstmal so handfest anziehen, muss man nachher auch noch fester ziehen. Okay, das erste reicht das mal später. Die Schrauben von der Kupplung und vom Primärantrieb fest. Wir machen es mit dem Schlagschrauber, weil wir jetzt keinen passenden Polradhalter für die Malossi-Zündung haben. Der Schlagschrauber ist auf ca. 50 mm eingestellt. Dazu nehmen wir bei der Kupplung zum Beispiel einen großen Schlitzschraubenzieher. Wir nehmen hier mal die Kante, die eh schon die Öffnung hier hat, rein, Gegenhebel, normal kann man es direkt umlegen. Ja, geht. Okay, angelegt.
So, oben beim Primär lege ich es leicht an. Genau. Dann nehme ich normalerweise einen Durchschläger auf die Mitte. Genau, schlag runter. Lass hier extra nur ein bisschen was hochstehen, dass wenn man es aufmachen will, dass man es auch wieder aufkriegt. Kommt hier drauf. Die hat so eine Klammer, wo die hält. Um das einfacher reinzubekommen, habe ich diesen Ansatz in dieses Loch schon mal reingespannt und reingedrückt. Können wir die hier einhängen. Und jetzt drücken wir einfach durch das Loch da rein. Bam. Und ist drin. Nächstes kommt der Kupplungsdeckel. Kupplungspilz ist drin. Nochmal kontrollieren, Druckplatte ist drauf, die nicht vergessen. Haben wir aufgelegt. Ja. Hier haben wir die Schrauben. Den Kupplungsdeckel konservativ anziehen, weil die Alugewinde, wo die Schrauben reingehen, sind von durch das Alunet das stabilste, die sind oft bei alten Motoren ausgerissen. Also von dem her die eher vorsichtig anziehen. Bei dem Deckel ist es so, haben wir oben vier kurze Schrauben und zwei lange. Manchmal noch mal eine lange. Erstmal an. Der Kameramann sagt 5 Newtonmeter. 10 Newtonmeter, sagt der Kameramann. 10. Wir nehmen einen SIP-Kupplungsdeckel, weil das Gehäuse kommt blanko quasi auch ohne Kupplungsdeckel. Wenn man nicht aus von einem alten Motor ausgeht und die Teile nimmt, braucht man auch einen Kupplungsdeckel. Überkreuz, das hat noch nicht geknackt, aber jetzt mal überkreuz noch ein bisschen festziehen. So, alles klar, gut. So, kommen wir zur Krönung. Unseres SIP-Gehäuse aufgebauten Motor. Oberlauf. Da hast du mal mit dem Sprit rein, Vergaser dran, Auspuff testen, ist nicht drauf.